Hallo und happy morning! So, ich bin sehr früh wach und ich fange jetzt einfach mal an zu kochen. Ein Rezept, das irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Das kann man ganz easy vorbereiten, auch für eben für später. Ich gehe jetzt dann noch in Sport und kann das dann nachher voll easy essen. Zunächst einfach ein bisschen Hackfleisch anbraten und mit Tomaten vermengen. Geschälte Tomaten aus der Dose sind super. Parallel dazu kann man sich einen Pizzateig ausrollen oder selber machen. Ich nenne den fertigen. Hackfleischgeschichte braucht ein bisschen Würze. Nehmen wir ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Gewürzzeugs. So, das Ganze dann aufkochen lassen, bis es eine schöne tomatige Hackfleischpaste ist. Und dann kann man das Ganze mal kurz ruhen lassen. Als nächstes braucht es noch ein bisschen Käse. Man kann den schon geschreddert kaufen oder halt selber kurz klein schneiden. So, dann kommt das Teigteil und auf dieses Teigteil schmeißt man einfach die Hackfleischpaste. Ein bisschen Käse und dann ist es schon gut. So, die Ränder ein bisschen freilassen, damit nichts rausläuft und nichts drüber schwappt und so weiter. Und jetzt kommt eigentlich der Trick. Man rollt das Ganze zusammen. Versucht noch die Ecken hier so ein bisschen zuzumachen, damit da ja nichts rausläuft und dann kommt das Ganze bei 180 Grad in den Backofen. Von der Zeit her, keine Ahnung, eine halbe Stunde, dass er ein bisschen schön braun ist. Und dann wird es super. Und jetzt kann man das fertige, Rollbrot abkühlen lassen oder man kann es auch direkt essen. Ich lasse es jetzt abkühlen bis nach dem Training und dann kann man sich das zusammen mit dem Salat schmecken lassen. Und ich bin gespannt, was meine Ernährungsberaterin dazu sagt, ob das ein gutes Gericht ist. Ich glaube, es hat viele Kohlenhydrate, es hat Proteine vom Rindfleisch, gut Käse ist jetzt auch drin, aber der ist glaube ich auch nicht in jedem Fall schlecht. Und wenn man das Ganze mit dem Salat kombiniert, hat man auch viele Ballaststoffe, glaube ich. Wir werden sehen, was sie dazu sagt. So, ab ins Circuit Fit. Tschüss! Danke für den netten Besuch! Ja. Ist das noch gut oder das Buch noch mit Detail? Ja. Was suchst du denn eigentlich? Ich weiß nicht, ich will mal gucken, einfach was es gibt. Neue Kamera. Schon bin ich schmutzig, aber hier, guck mal. So hat man wahrscheinlich vor, weiß nicht wie viele Jahren geflockt. So. Guck. Genau. Wir sind uralt. Ja, das ist die Lage vom Herr. Geil, funktionieren die noch. Das wäre mega gut. Oh, mega cool, guck mal. So eine Kamera. Oder hier die? Das war sicher schon die Kompaktklasse. Machst du Pizza-Kurier-Auslieferung für Notfälle? Das finden nicht alle Leute so gut. Bis jetzt hat noch niemand irgendwas gesehen. Was? Bis jetzt hat noch niemand was gesehen. Und jetzt sind wir auf dem Foto-Ernst-Flohmarkt. Das erste Mal, dass wir überhaupt was gekauft haben. Und ich war mir aus diesem Tripod hier. Ein super Oldschool-Tripod. Mit einem super Oldschool-Lampenschirm. Baue ich mir eine geile fancy Lampe. Und ich mir auch ganz viele fancy Lampen. Und da ist ein Schraubenzieher gekauft. Ja, und ein Schraubenzieher.
Weil so kleine Schraubenzieher hat man irgendwie nie. Und immer wenn ich ihn brauche, denke ich, ich brauche so einen kleinen. Deswegen habe ich den jetzt mitgenommen. Jetzt wirst du nie wieder einen brauchen. Nee. So, Ernährungsexpertin. Hallo. Ich habe gekocht. So sieht es aus, wenn es abgekühlt ist. Du kannst es eigentlich nochmal warm machen, wenn du willst. Und anschneiden. Und dann kann ich das jetzt auch machen. Schöne Rollen mit Hackfleisch und Käse. Sieht voll lecker aus. Ist lecker. Hab ich gut gekocht. Schmeckt ein bisschen wie Lasagne. Schmeckt ein bisschen wie Lasagne. Ja. Hat was Lasagne-artiges bestimmt. Lecker, lecker. Was sagst du zum Nährwert, wenn man das mit Salat isst? Ja, da sind ja Kohlenhydrate drin. Kommt drauf an. Kommt drauf an, da sind ja Kohlenhydrate drin. Was hast du denn in den Teig gemacht? Ich hab die Tüte aufgemacht, hab den Teig rausgeholt und hab dann Hängel. So ein Pizzateig, oder was? Dürfte ja nur Mehlwasser sein. Naja. Der ist ja schon auch noch ein bisschen, was ist das für ein Hackfleisch, Rinderhack? Oh, ja. Dann geht's eigentlich. Aber es ist halt Weißmehl, aber man muss es ja nicht übertreiben mit der Ernährung. Und Gruyère-Käse. Ja, mit Salat ist es gut. Gut, siehst du dann morgen, wenn das Video online ist, sicher das, was ich gedacht habe, was es für einen Nährwert haben könnte. So, mein Rezeptvorschlag war gar nicht so schlecht. Hä? Salat. Salat, gesund, gesund, gesund. Und das aufgewärmte Brot. Man kann es auch wieder aufwärmen, wenn man möchte. Ja, somit war mein Rezeptvorschlag gar nicht so schlecht. Oder? Frau Ernährungsexpertin. Super gut und lecker. Ja. Jetzt ist Frühling, jetzt gibt es ganz viel frische Sachen wieder. Wie zum Beispiel Superberries. Die kannte der Benny gar nicht bis vor kurzem. War ein Quatsch, ich wusste einfach nicht, wie sie heißen, aber ich hätte jetzt gesagt, es sind Blaubeeren, aber es sind Heidelbeeren. Das ist auch eine Blaubeere. Aber Blaubeeren ist dasselbe wie Heidelbeere. Ja, also, dann lag ich ja gar nicht falsch. Ich wusste nicht, was das ist. Nur weil ich gesagt habe, das sind Blaubeeren. Blaubeeren, wenn die ja eh so heißen. Die heißen so. Also, blaue Beeren, Blaubeeren. Jäger kann sich die. Du weißt, das kommt alles ungefiltert auf den Vlog. Naja. Aber das ist nicht so nett, wenn du dann du Arsch sagst. Ich kann ja dann jedes Mal. Cheers, guten. Einen guten. Ciao, ciao, bye, bye. Bis morgen. Ich habe hier noch meine selbstgemachten T-Shirts. Und die goldene Farbe da drauf ist scheinbar etwas heikel. Und deswegen müssen die gebügelt werden. Nur habe ich kein Bügelbrett. Und jetzt muss ich improvisieren. Ja, und eigentlich müsste ich jetzt ein Seidenpapier nehmen und das drüberlegen zum Bügeln. Finde ich aber irgendwie keins. Ja, deswegen nehme ich jetzt ein Leinentuch einfach.